Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wird, was lange währt, nun endlich gut? Nein, leider gilt dieses Sprichwort für unser heutiges Thema nicht. Jetzt, wo die so lang erwartete Bundesstiftung Gleichstellung nun endlich kommt, auf den letzten Koalitionsdrücker, werden Sie hektisch und beratungsresistent. Sie peitschen das Verfahren in 3 Tagen durch, anstatt einer guten Idee die bestmögliche fachliche Überarbeitung zu gönnen. Bei der Anhörung am Montag haben Sie Hausaufgaben aufbekommen, und die haben Sie nicht gemacht. Die vielen Verbände sind enttäuscht, wir sind enttäuscht. Wir hätten dieser Stiftung gerne aus voller Überzeugung zugestimmt. Aber, Kolleginnen und Kollegen, nach der gestrigen Ausschusssitzung sind eklatante Schwachstellen im Gesetz drin geblieben. Und das können wir Grüne wirklich leider nicht so mittragen. Wir wollen nicht, dass die Stiftung zum verlängerten Arm des Frauenministeriums wird. Und wir wollen keine verfassungswidrige Vorgabe. Aber genau das ist trotz Ihres Änderungsantrags zur Besetzung des Direktoriums immer noch der Fall. Der Deutsche Juristinnenbund hat in der Anhörung darauf hingewiesen, dass eine Männerquote für das Direktorium verfassungswidrig ist. Quoten kann es nur für strukturell benachteiligte Gruppen geben. Und das sollte das BMFSFJ eigentlich wissen. Jetzt haben Sie die binäre Besetzung für das Direktorium aufgehoben, richtig so. Aber die faktische Männerquote bleibt immer noch eine Option. Und für die Besetzung der anderen Gremien bleibt die Diskriminierung für divers. Ich verstehe nicht, wieso Sie das nicht besser machen. Und es ginge wirklich leichter. Sie müssten erstens für das Direktorium vorgeben, dass dies mindestens mit einer Frau besetzt werden muss. Und das wäre nicht nur verfassungsgemäß, das wäre auch geboten. Und zweitens die Erfahrung und Expertise der Zivilgesellschaft in die Stiftung holen, und zwar in den Stiftungsrat. Die von WissenschaftlerInnen und Verbänden ehrenamtlich geleistete Arbeit muss entsprechend entschädigt werden. Und drittens, die Stiftung muss unabhängig, intersektional und finanziell gut ausgestattet arbeiten können. Im europäischen Vergleich sind die meisten Gleichstellungsinstitute in Europa deutlich besser ausgestattet. Das ist tatsächlich ein Armutszeugnis mit dieser Vorgabe. Die Vorschläge sind wichtig, sie sind vor allen Dingen auch machbar. Sie wären ein guter Start für dieses so wichtige Projekt, wo so viele Verbände 3 Jahre darauf warten. Dieses Gesetz ist es leider nicht. Wir Grüne bedauern das außerordentlich. Vielen Dank.